Den Zwölfen zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Schicksalsklinge HD. Ich bin euer Chojin, schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Im letzten Video haben wir ein Level-Up vom Brendel bekommen, der ist nun Stufe 4 als einzigster und wir hoffen, dass das ausreicht, dass wir diese nächste Quest starten können. Da sind wir halt ein bisschen handicapped, dass das ein bisschen schwieriger ist. Vielleicht kriegen wir es trotzdem hin, wir müssen mal schauen. Und wir legen uns jetzt pennen. Und zwar keine 2 Stunden. Da seid ihr ja direkt wieder im Arsch. 8 Stunden. Was? Feyaria war krank? Was? Was? Wie? Wo? Nahema? Weiterreisen. Wieso bist du krank? Was ist passiert? Was hast du für eine Krankheit? Habe ich nicht mitbekommen. Ja, das ist eine gute Idee. Tollwut! Sind wahrscheinlich bei dem anderen Kampf. Das ist ja schon ewig her. Wann ist das denn? Ist mir nicht aufgefallen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Heilkunde Krankheit. Wurde mit Tierbiss mit Tollwut angesteckt. Ein starkes Bräu aus Yoruga-Wurzeln ist die einzige Medizin. Weiter behandeln? Nein. Ach du Schande. Ist mir nicht aufgefallen. Yoruga-Wurzeln haben wir. Das ist gut. Kräuter einer Sorte entnehmen. Mehr Kräuter. Mehr Kräuter. Da, Yoruga-Wurzel. Nummer 4. Die kriegt Brendel. Dankeschön. Beutel schließen. So. Heilkunde Krankheiten. Ah! Schande. Und wir haben eine Wurzel natürlich verloren. Glücksspiel. Dafür müssen wir erstmal was darüber legen. Hier Udin. Glücksspiel, das er würfelt. Heilkunde Krankheiten. Wollt ihr es noch einmal versuchen? Ja, mach mal, wenn das geht. Ah, okay. Yoruga-Wurzel haben wir. Ihr Noobs. Weiter geht's. 7 Stunden. Ach du Schande. Tollwut. Die greifen mich gleich alle an, sehr wahrscheinlich. Nein. Am Wegesrand erkennt ihr eine alte Feuer. Nein, 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 weiter. Wir müssen in die nächste Stadt und zwar flott. Ja, das macht nichts. Wir sind fast da. Fast da. Nein, fast da, habe ich gesagt. Lass einen Heiler in der Stadt haben. Willenheim, ein Heiler. Map. Kräuterkundiger, das ist schon mal sehr gut. Hier, Heiler. Ja, noch ein Heiler. Wer von euch ist gut? Ich habe keine Ahnung. Quick Save. Auf hier geht's. Zum Heiler und zwar sofort. Zip. Hier wohnst du. Jasma irgendwas. Irgendwas dort dir oder so ähnlich. Krankheit behandeln. Und zwar Hyhot. 5 Dukaten. Ja, aber natürlich denn. Zar sei Dank. Es hat geklappt. Mensch, die Heiler sind der Hammer. Das ist auch überarbeitet, ne? In der Originalversion haben kaum Heiler irgendwie gut was gekonnt. Heilkunde Wunden. Dankeschön. Aber wir sind nicht gut im Heilen, ne? Das klappt irgendwie ganz schlecht. Wir würfeln uns da total den Mist. Naja, es ist halt immer noch Glück. Und wir haben noch Tag. Wir könnten versuchen, uns ein paar Kräuter zu kaufen. Kräuterladen, der war doch irgendwo hier. Da ist er. Nein, der hat schon zu. Wir haben schon 17 Uhr rum. Alles klar. Chojin darf nach vorne. Und wir quicksafen, weil es gut gegangen ist. Leider haben wir Yoruga-Wurzeln aufgebraucht. Das ist so. Aber wir mussten es ja versuchen. Nein.
hier drauf und schnell verstauen. Dankeschön. Suchen wir eine Taverne auf. Ups. Nochmal die Erika besuchen? Haha, ob sie uns überhaupt nochmal reinlässt. Könnt ihr mal versuchen. Nichts rührt sich, als ihr klopft. Ihr habt uns doch am Fenster gesehen. Da bin ich mir sicher. Was haben wir denn hier? Travia-Tempel, Gemischtwarenhändler. Haben die hier einen Brunnen zum Wasser auffrischen? Sehen tue ich keinen. Okay, suchen wir da hinten die Herbergen auf. Oder eher gesagt die Tavernen und machen ein bisschen Geld. Und werden dann in der Herberge nächtigen. Hallöchen, hier ist die erste, wo wir rausfliegen wollen. Taschendiebstahl, na wer wohl, unser Langfinger. Hohoho. Her mit eurem Geld. Taschendiebstahl ist so toll. Nice. Ja, klappt ganz gut, ne? Schmeißen uns nicht raus. Na ja, okay, den Rest werden wir wohl pennen, da wir weiterreisen wollen. Hallo Schäfchen. Und die Herberge war wo? Da unten. Oh, da ist irgendjemand im Weg gewesen. Herberge Glockenspiel. Hallihallöchen. Wir hätten gerne ein Zimmer. Und zwar ein Einzelzimmer. Das haben wir uns gerade verdient. Schwere Kost gewesen. Und wir schlafen... Ne, ein bisschen länger. 7 Stunden bitte. Dankeschön. Ihr dürft alle nochmal was essen und trinken. Lecker. Dann darfst du hier in die Reihe gehen. Du darfst nach vorne. Und raus aus der Herberge. Und wir reisen nach einem Quicksave weiter. Gen Süden. Ups, falsche Karte. Da drauf. Und zwar zum Bodorn. Dann wollen wir doch mal schauen, ob das jetzt klappt. Ding, 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 ding. Der Hafen. Hallo, lieber Bodorn. So, und da hinten sollen wir hin und wir sollen wiederkommen, wenn wir was höher sind. Vielleicht können wir es austricksen, wenn wir den Brendel nach vorne setzen. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht reicht es auch aus, wenn einer Stufe 4 ist. Das wäre mal wieder neuer Content. Würde mich total anfixen, aber sowas von. Hallihallöchen. Haus von Hermalia Ugdadottir. Nachdem ihr an die Tür geklopft habt, öffnet euch ein Hühne mit grobschlächtigem Gesicht und gekleidet in Leder. Seine Erscheinung ist völlig anders als jeder Torwaller, den ihr bisher gesehen habt. Stolz. Seine Zähne zeigen, schenkt euch der Hühne ein breites Lächeln und schaut jeden einzelnen von euch an. Nach einiger Zeit, die euch wie eine Ewigkeit vorkommt, sagt er, wir brauchen keine Grünschnäbel, sondern Leute, die schon einige Gefahren getrotzt haben. Denn unser Problem ist wirklich gefährlich. Und was nützt es uns, wenn ihr bei der ersten Gelegenheit den Löffel abgebt? Wir suchen also nur erfahrene Abenteuer. Daraufhin schließt der Hühne wieder die Tür. Wirk. Aber ist dir schon aufgefallen, was jetzt passiert? Trick 19. Gruppe teilen. Neue Gruppe? Du. Hallo, ich bin ganz alleine. Ach, leck mich doch in der Tasche. Okay, das geht nicht. Grrr. Es müssen alle sehr wahrscheinlich Stufe 4 sein. Oder es ist sogar Stufe 5. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Naja, hört nicht zum Hauptspiel eigentlich. Können wir irgendwann machen. Aber trotzdem schade. Schade, da wir gerade sowieso hier sind. Nö. Wenn das so ist, dann reisen wir direkt jetzt gleich weiter. Einmal hier rüber. Einmal du nach vorne. Und weiter geht's. Das wird bei Rukian sehr wahrscheinlich nicht anders sein. Da können wir eigentlich auch genauso gut direkt hier rüber nach Warnheim.
Frage ist, sollen wir vorher unser Boot holen? Und nach Torval runter. Das ist eine gute Idee. Ah, wir kommen da nicht rüber, wir müssen erst nach da. Na, es ist schon fast Nacht, dann schlafen wir auch nochmal hier. So, sonst finde ich das nicht. Könnte noch 2 Stunden was stehlen. Diesmal in der Kneipe. Orkschädel. Soll ja nicht auffallen, dass wir hier so viel Diebstahl machen. Dankeschön. 1 Dukat. 2 Dukaten. 3 Dukaten. Ja, und wenn man die Silbertaler noch mitzählt, sind wir sowieso schon bei 5 jetzt. Na, es ist spät genug. Auf, raus da. Falsch gerannt? Ach, dran vorbei. Ach, ich Idiot. Ich wollte doch hier Kräuter kaufen. Genau. Wir müssen sowieso auf den nächsten Tag warten. Hallihallöchen. Wir hätten gerne ein Zimmer. Wir würden gerne schlafen. 11 Stunden klingt ganz nett. Wir haben 6 Uhr, wir müssen sowieso noch eine Stunde warten. Ist mal was. Dankeschön. Did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 
So, eigentlich haben wir nur die Erkenntnis erlangt, dass wir die Quest nicht machen können in der Nebenstadt. In dem Hafendörfchen. Und was willst du jetzt haben für Einbären? Dukaten. Wir könnten also im Endeffekt uns einfach mal 60 kaufen, oder? Das wäre doch nicht schlecht. Warte mal kurz. Die haben wir schon drin. Was hast du eigentlich sonst noch hier so Tolles? Kostet natürlich auch ein Riesenvermögen. Okay, wir versuchen es. 30%. Noch etwas drauflegen. Wie wäre es mit 5? Ach, Schande. Wieder mal schlecht gewürfelt. So, wenn ich dir 60 Einbären gebe, bist du dann total überladen. Ein wenig überladen. So, jetzt nicht mehr. Und du auch nicht. Und wir können noch ein paar Grachen verkaufen. Gehen wir mal raus. Gab hier noch andere Händler. Wir sollten aber vorher einmal, was wir schon länger nicht gemacht haben, nämlich Hellsicht, Udem Arcanum. Keine magischen Sachen, wir können alles verscherbeln. Das wollte ich wissen. So, hier haben wir einen. Verkaufen. Das bitte, die Bronzeflasche. Erikas Dolch behalten wir aus nostalgischen Gründen. Ja, hier Z-Pfeile. Kannst du ruhig haben. Kannst du ruhig alles haben. Ein Stoffhemd, was leider nicht magisch war. Goldringe. Jede Menge Armreife. Ja, ich weiß, ich sollte die Waffen woanders verkaufen. Verfluchtes Bastardschwert. Müssen wir gleich nochmal genauer lesen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall magisch. Degen ist eigentlich eine ganz nette Waffe, aber der Rapier ist besser. Nee, die brauchen wir als Ersatzklingen. Behalten wir also. Ein leckeres Trinkhorn. Entermesser als Zweitwaffe für Rahika. Behalten wir auch. Verkaufen. 8 Dukaten, das finde ich gar nicht so schlecht. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ach nee, du bist ein fieser Sack. Na gut, 8 Dukaten ist besser als nichts. So, raus da wieder. Jetzt sollt ihr etwas Platz haben. Du hast jetzt den Ring noch an. Irgendeinem habe ich einen Ring angezogen. Ja, dir. Den werden wir das nächste Mal verscherbeln. So, dann wollen wir nochmal hier dieses verfluchte Bastardschwert. Naja, entzaubern, wenn. Da hat man mir einen Trick erzählt. Man sollte sich einen Magier in die Truppe holen und. Also einen NPC. Und der sollte dann die Entzauberung machen. Das ist ein guter Trick, weil man da permanenten Astralenergieverluste hat durch Entzauberung. Das meisterlich gearbeitete Bastardschwert wird im Knauf von einem schwarzen Diamanten von erstaunlicher Größe geziert, der zudem ein gutes Gegengewicht darstellt. Eine magische Analyse offenbart finstere satuarische Flugmagie. Alle negativen Eigenschaften plus 2. Das ist natürlich Mist, aber eigentlich ist das auch eher eine Klinge, die ich zum Bekämpfen von irgendwelchen Monstern oder so haben will. Ich glaube, wenn ich die rausnehme, ist es nicht mehr magisch. Und dann habe ich ein ganz normales Bastardschwert. Kann das sein? Naja, der Zweihänder des Windes ist sowieso viel geiler. So viel dazu. Du darfst in die hintere Reihe. Wir reisen weiter. Achso, Moment. Weil wir auch gerade so schön Krankheit und dergleichen überstanden haben. Quicksave. Bevor noch irgendwas schief geht. Ja, Richtung Rukian runter unser Schiff hin, würde ich sagen. Auf nach Oblock. Am Wegesrand erkennt ihr. Weiterreisen.
Am Wegesrand. Nein, wir reisen weiter. Firunsfrostig. Nein, und Almarsch. Am finsterer Nacht. Wir wollen nicht draußen pennen. Es ist Firunsfrostig, stand da. Da kannst du aber sowas von knicken. So, Map. Haus eines erfahrenen Abenteurers. Zudem sollten, da ist ja aus The Witcher gewesen. Wo ist der Eingang? Ah, da. Hallihallöchen. Gerbald von Riva. Aber da konnten wir auch nichts irgendwas machen. So einen wie euch können wir als Unterstützung bei so gefährlichen Abenteuern gebrauchen. Begleitet ihr uns? Wieso eigentlich nicht, bevor der alte Gerbald hier versauert? Aber ihr müsst mir versprechen, dass wir die Taverne des Nons nicht nur von außen sehen. Das war's wohl. Nein, einen Moment. Wir müssen erstmal weiter. Wir tauschen die hier. Ich will den haben. Das ist cool. Du solltest jetzt ein bisschen Platz haben. Nehmen wir dir mal ein paar Sachen weg, Harika. Du hast uns sowieso ständig bestohlen. Ja, überladen ist nicht schlimm. Überladen ist gar nicht schlimm. Okay, kein Platz mehr. Das macht nichts. Okay. Ja, Harika verzichten? Ihr wisst ja, wo ihr mich findet, sagt Harika. Macht es gut. Gerbald aus Riva. Feyaria wendet sich nach der Verabschiedung wieder Gerbald zu. Keine Sorge, ihr werdet schon nicht verdursten, wenn ihr mit uns unterwegs seid. Also packt eure Sachen, wir müssen weiter. Schauen wir uns den nochmal an. Anführer tritt in einen Hundehaufen. Mensch, du hast ja eine Sinnesschärfe. 48 Dukaten hat er direkt bei. Er hat ein meisterliches Schwert. Ein guter Schwertkämpfer, also. Das ist schön. Und er bringt uns direkt ein paar Würselkräuter mit. Das ist ja lieb. Leere Glasflaschen, der hat zu viel gesüppelt. Bronzeflasche. Cool, ein neuer NPC, den es vorher nicht gab. Zwei meisterliche Schwerter dabei. Ja, der würde gerne mit zwei gleichzeitig kämpfen, ne? Aber das geht hier in der alten Nordland-Trilogie nicht, auch wenn es im Pen and Paper geht. So, du hast Nahrung bei. Du bist eigentlich schon ziemlich gut ausgerüstet. Wir werden dir nicht mehr so viel geben müssen. Kriegst von uns noch ein Helmchen. Lederzeug hattest du, glaube ich, aber wir schauen mal. Du kriegst natürlich was gegen die Kälte. Und eine Krötenhaut hast du, glaube ich, auch schon besessen, ne? Ja. Lederzeug, Krötenhaut hast du alles schon. Aber du kriegst den anderen Kram, weil du ihn mal mit rumschleppen darfst. Seil, Fackel, der ist gut. Gut dabei, das ist nicht schlecht. Die Kräuter werde ich dir wohl abnehmen. Halt! Abbrechen. Die Kräuter hören uns. Und anscheinend kannst du mit Alchemie umgehen. Was ja auch zu Geralt von Riva total passen würde. Falls ihr The Witcher nicht gesehen habt, schaut es euch an. Ich habe die ersten beiden Teile durchgeletzplayt und den dritten leider noch nicht. Da habe ich seit über ein Jahr, anderthalb Jahren Pause. Ja, das muss sogar länger sein, ne? Zweieinhalb Jahre oder so, keine Ahnung. Muss ich unbedingt mal weiterspielen. Hylialer Feuer kannst du werfen. Das ist ein cooles Ding. Können wir das direkt in die Hand legen? Nee, musst du so machen. Okay. Achso, den Mantel wegen der Kälte unbedingt. Bronzeflasche und ein Alchemie-Set. Zeig mal deine Talente. Alchemie, Alchemie. Alchemie 14! Boah! Du bist ein guter Alchemist. Was hast du eigentlich für eine Stufe? Stufe 8! Ach du Kacke. Ja, der frisst uns noch mehr Abenteuerpunkte weg. Kampfwerte? Aber ist das so schlimm? Ja, eigentlich nicht, ne? Schwerter, kannst du auch sehr gut mit umgehen. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sau. Eine ziemlich coole Sau. Körperbeherrschung, Zechen, Selbstbeherrschung, alles ganz gut. Hohe Sinnesschärfe, Werte und Gefahren sind, das ist interessant. Fährtensuchen, 11, Pflanzenkunde, Tierkunde, boah!
Der ist gut. Der ist echt gut. Du kannst mein neuer Pflanzenkundiger werden. Das ist sehr interessant. Tu mal das darüber. Muss ich natürlich aufpassen, nicht, dass der einmal einfach so abhaut. Und mir meine Kräutersichel mitnimmt. Da hätte ich ein ganz anderes Problem. So, ansonsten können wir hier eigentlich nichts groß machen und müssen weiterreisen. Da aber die Zeit wieder rum ist, machen wir hier einen Break. Haben ja doch ein bisschen was erlebt, haben erfahren, dass wir in... Wie hieß das? In Bodon die Quest nicht annehmen können, weil wir nicht genügend Punkte haben. Wir haben einen weiteren Charakter bekommen, den Gerbald aus Riva, der schon ein ganz guter Nahkämpfer zu sein scheint. Müssen wir mal schauen, wie wir das noch verändern werden. Ich kann... weiß nicht genau, ob er auch starke Rüstungen tragen kann. Das wäre noch interessant. Das könnte er sogar. Das ist interessant. Hat er 11,7 dann? Muss man halt überlegen, ne? Kälteschutz 1. Geht Attack und Parade halt 1 weiter runter. Das muss man noch überlegen, das weiß ich noch nicht genau, ob wir das machen werden. Auf jeden Fall ein weiterer Begleiter, das wird nett im nächsten Kämpfen. Bis demnächst, euer Chujin.